And now, let's begin. We start out with a series of keynotes on leadership for a sustainable future. It's my honor to hand over the stage to a leader who has been supporting the R20 Austrian World Summit since his very first day in office, which is perhaps not so surprising, given that as the world's youngest chancellor, he has a long future ahead of him on this very beautiful and fragile planet. Please welcome the Austrian Federal Chancellor, Sebastian Kurz. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Herr Bundespräsident, gerne. Wir teilen das Mikrofon? Ja, gerne. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen der Bewegung System Change, Not Climate Change ein paar Worte an Sie richten. Wir setzen uns für Klimagerechtigkeit ein. Wir kämpfen um unsere Zukunft und für ein gutes Leben für alle. Aus tiefstem Herzen und mit voller Überzeugung. Und Tag für Tag müssen wir dabei gegen eine Politik ankämpfen, wie sie von der österreichischen Bundesregierung gemacht wird. Unser Protest richtet sich nicht gegen diejenigen hier, die ernsthaft etwas gegen die drohende Klimakatastrophe tun. Unser Protest richtet sich gegen jene, die von Klimaschutz reden, aber das Gegenteil machen. Herr Bundeskanzler Kurz, wir messen Sie und Ihre Regierung an Ihren Taten, an Ihren Plänen und an den Projekten, für die Sie sich aussprechen. Wir messen Sie daran, dass fossile Energien in Österreich noch immer mit Milliarden gefördert werden und Sie nichts daran ändern wollen. Wir messen Sie an Ihrer Unterstützung für die dritte Piste am Flughafen Wien, das klimaschädlichste Großprojekt Österreichs. Wir messen Sie am Entwurf Ihrer desaströsen Klimastrategie, ohne ausreichende Ziele, ohne Plan und ohne Finanzierung. Wir messen Sie auch am Umweltbudget Ihrer Regierung, das nach Ihren Plänen in den nächsten Jahren dramatisch sinken soll. Wir messen Sie daran, dass Wirtschaftswachstum als Staatsziel in unsere Verfassung geschrieben werden soll. Doch auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben. Herr Bundeskanzler, wenn Sie diese Politik weiter verfolgen, dann bleiben auch die schönsten Worte nicht mehr als grüne Lügen. Wir haben keine Zeit mehr für leere Worte. Was wir brauchen, ist ein echter Systemwandel, eine andere Wirtschaft, die den Menschen dient und unseren Planeten schont. System Change, not Climate Change. System Change, not Climate Change. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter von System Change, not Climate Change. Ich habe schon Angst gehabt, Sie lesen meine Rede vor und mir fehlt dann mein Redemanuskript. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, geschätzte Premierminister, sehr geehrter Herr UNO-Generalsekretär, vor allem aber lieber Arnold Schwarzenegger, ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du diese Konferenz ins Leben gerufen hast, dass du deine Energie, deine Kraft für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzt und dazu führst, dass so viele Menschen sich heute in der Wiener Hofburg versammelt haben. Vielen, vielen Dank für diese Initiative. Das Statement hier zeigt, dass
Klimaschutz ein Thema ist, das bewegt, das emotionalisiert, und das ist auch gut so, denn wir alle haben eine Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel. Ich bin vorher begrüßt worden als der jüngste Regierungschef, aber ich glaube, nicht nur als junger Regierungschef ist der Kampf für den Umweltschutz, für einen respektvollen Umgang mit unserem Planeten, mit der Schöpfung ein großes Thema, sondern es ist ein Thema, das uns alle beschäftigen sollte. Und bei einem muss ich dem vorhin Gesagten recht geben: Es geht nicht nur darum, was gesagt wird, sondern es geht, wie in allem im politischen Bereich, vor allem darum, was getan wird. Ich glaube, dass es aber gleichzeitig ganz entscheidend ist, mit einem Missverständnis aufzuräumen. Wir haben, gerade wenn wir in die USA blicken, oftmals die These, dass es ein Widerspruch ist, sich entweder für die Wirtschaft oder für den Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen. Ich glaube, dass es überhaupt kein Widerspruch sein muss, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass beides notwendig ist. Und auch replizierend auf das gerade Gesagte, ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft eine starke und freie Wirtschaft braucht, die den Wohlstand absichert, die Gerechtigkeit schafft und die auch die Errungenschaften des Sozialstaats weiter finanzierbar lässt. Und zum Zweiten, das darf natürlich nicht auf Kosten von Umwelt und Klima geschehen, denn es nützt uns der größte wirtschaftliche Erfolg nichts, wenn wir entlang des Weges unseren Lebensraum zerstören. Gerade die Wirtschaft kann aber eine extrem positive Rolle spielen beim Thema des Klimaschutzes. Wir haben hier keinen notwendigen Widerspruch, sondern vielmehr Partner, die gemeinsam ein und dasselbe Ziel verfolgen können, nämlich Innovation zustande zu bringen, nicht nur um wirtschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen, sondern vor allem um gleichzeitig unseren Planeten zu schützen. Ein wirklicher wirtschaftlicher Erfolg kann nur gelingen, wenn er nachhaltig ist, und daher braucht es nicht entweder Wachstum oder Nachhaltigkeit, sondern nachhaltiges Wachstum. Und ich bin froh, dass Österreich gerade in dieser Frage Vorreiter ist. Gerade in der Frage der erneuerbaren Energien, gerade in der Frage der erneuerbaren Energien ist Österreich unter den Vorreitern weltweit. Wir waren kürzlich gemeinsam mit dem Bundespräsidenten auf einer Delegation in China und es war schön zu sehen, wie groß das Interesse an österreichischem Know-how im Bereich von Solarunternehmen, der Wasserkraft oder auch der Windenergie ist. Es ist schön zu sehen, dass die innovativsten Unternehmen wie Andritz oder auch Kreisel Electrics österreichische Unternehmen sind, die mit ihrem Know-how in aller Welt Innovation vorantreiben, somit zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung, aber gleichzeitig auch zu einem verantwortlichen Umgang mit unserem Planeten beitragen. Nicht zuletzt hat der Staatsbesuch in China gezeigt, wie groß das Interesse an Clean Technology aus Österreich in aller Welt ist. Aber nicht nur NGOs, Unternehmen, die Zivilgesellschaft können einen Beitrag leisten, auch die Politik muss einen Beitrag leisten und muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Wir tun das in Österreich als Bundesregierung mit unserer neuen Klima- und Energiestrategie unter der Leitung unserer Umweltministerin Elisabeth Köstinger. Und wir wollen ganz bewusst hier nicht ein Land sein, das auf die anderen zeigt, wo die Großen auf die Kleinen schauen, die Kleinen auf die Großen, die Entwicklungsländer auf die Industrienationen dieser Welt und umgekehrt, sondern wir sind überzeugt davon, dass wir selbst mit gutem Beispiel vorangehen können. Wir tun das mit einer ambitionierten Klima- und Energiestrategie, mit einem ganz klaren Bekenntnis zu den internationalen Klimazielen, aber gleichzeitig auch mit konkreten Umsetzungsschritten in Österreich. Wir investieren gezielt in Infrastruktur und versuchen mit Anreizen und Förderungen statt mit Verboten zu agieren. Wir leisten hier unseren Beitrag, um die europäischen Klimaziele zu erfüllen und auch das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen. Ich bin überzeugt davon, dass es neben unseren nationalen Anstrengungen, aber natürlich auch
weltweit ein ordentliches Zusammenwirken braucht. Wir brauchen einen CO2-Mindestpreis im Emissionshandel, um von CO2-intensiven Stromgewinnungen abzukommen. Und wir müssen definitiv, Herr Generalsekretär der Vereinten Nationen, alle zusammenwirken, um auch die USA wieder zu gewinnen für ein Bekenntnis zum Pariser Abkommen. Dafür werden wir uns einsetzen. Und als Österreicher weiß ich, es ist immer gut, mit Arnold Schwarzenegger auf derselben Seite zu kämpfen. Lieber Arnold Schwarzenegger, vielen Dank für deinen Einsatz, für deine Kraft, für diese gute Sache für uns alle. Vielen Dank. Many thanks, Chancellor Sebastian Kurz, and thank you also for that demonstration of climate dialogue in practice right here and now.